Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen zu den Kunst des Mordens, Karten des Schicksals. Ja. Oh, da hat's geflammt. Okay, ich bin hier nochmal runter nach all den Telefongesprächen, die Telefonaten. Kann ich jetzt auch den Draht hier mitnehmen? Denn... Das Benzin ist alle. Es gibt keine Möglichkeit, zur Stadt zurückzukehren. Nein, gleich den Draht nehme ich mit, weil ja die Hütte hier Strom braucht. Ja. Da klicke ich mich jetzt mal hoch. Und zwar bis, ja. Ich weiß nicht, ob ich den noch... Ein isolierter Kupferdraht. ...biegen musste. Diese Schlinge wird mir helfen, den Draht festzumachen. Ah. Wir kommen der Sache immer näher. Allerdings, seht schon, der Strom ist wieder da. Ich hoffe, es reicht für ein paar Stunden. Was ich sagen wollte, wir müssen natürlich das alles isolieren. Ja. Wie sich das so gehört. So. Ja. Jetzt können wir rein. Das ist gut. Mir ist ein wenig kalt. Ich hätte gerne einen heißen Tee. Das ist eine gute Idee. Vielleicht bekommen wir den Herd an. Finger weg von meinem Notebook. Dann schätze ich, müssen wir etwas Holz hacken. Ich wäre gerne bereit, mich auf diese Weise aufzuwärmen. Nein, Sie bleiben besser drinnen. Ein Koffer und eine Reisetasche. Ziemlich viel für einen kurzen Aufenthalt. Ein kleiner Tisch mit einer Schublade für Schmuck. Ich sehe da besser nicht rein, da es hier keine durchgängige Stromversorgung gibt. Ja. 2004. Seitdem hat sich so viel in meinem Leben verändert. Oh, 2004. Seitdem habe ich schon so viele Spiele gezockt. Ja, Scherz. Die Küche ist gut eingerichtet, aber dreckig. Gibt's hier auch was zu holen? Der moderne Schrank ist voller billigem Schmuck. Na, was ist das? Es sind Teebeutel drin. Okay. Sonst ist hier nichts. Und hier? Ich schätze, wir trinken dann erstmal einen Tee. Dunkle Torte mit Garnierung und einer Cremefüllung. Sie sieht lecker aus, aber wer weiß, wie lange die hier schon steht. So, das war dann, glaube ich, alles hier. Die Notizen des Schriftstellers fliegen hier überall herum. Ich gehe mal nach draußen zu dem... so im Dunkeln. Ich wollte gerade in die andere Ecke gehen. Ja, Nicole Bonnet hier. Ich bin's, Dick. Wir stecken im Schlamm fest, wegen dem Regen. Wir müssen also die Nacht hier verbringen? Geht das? Ich schätze schon. Ich kann sehen, dass der Sheriff die Nase voll hat. Ich werde versuchen, ihn zu überreden, das Boot zu nehmen. Sie finden im Dunkeln nicht ohne ihn her. Stimmt. Bereiten Sie einen Schlafplatz vor, nur für alle Fälle. Haben Sie etwas herausgefunden? Ja, der Eigentümer des Dampfers und des Landes, auf dem Sie sich befinden, ist Aaron Morton. Er wird hier nur der Landstreicher genannt. Das ist interessant. Er hat jahrelang in der Hütte gelebt. Er hat alles durch Ersitzung erlangt. Das ist nicht so offensichtlich. Ich denke, er lebt seit kurzem bei seiner Schwester. Woher wissen Sie das? Ich habe ihn im Trance auf dem Anleger erlebt. Diese Frau hat ihn von dort mitgenommen. Also kauft Blake das Land tatsächlich von ihm. Ich schätze schon. Ich denke, da wird es Ärger geben. Aaron hat andere Pläne. Ich möchte jetzt nicht darüber sprechen. Aber das sieht seltsam aus. Was ist mit der Autovermietung? Haben Sie eine Beschreibung von der Person, die das Auto gemietet hat? Nein, die trödeln. Egal, halten Sie Ihre Augen offen. Ich muss aufhören, der Sheriff ruft an. Dann bis morgen. Spätestens.
Ja, spätestens. Es wird wohl noch ein Weilchen dauern. Das nehmen wir mit, das nehmen wir auch mit. Das geht nicht. Wie, das geht nicht? Moment. Alles, was hier steht, dann wird es zerhackt. Ja, das hat alles seinen Sinn. Ein alter Baumstumpf, perfekt zum Holzhacken. Okay, das war nur noch der Baumstumpf. Geh ich mal hier rein, jetzt erstmal unterhalten, oder? Oder? Moment, ich probiere mal was aus. Denn wir hatten ja hier vorne an der Stelle, vielleicht kann ich ja gleich mal was holen, das. Das Petroleum tröpfelt heraus und sorgt für Ölflecken auf dem Wasser. Ja, vielleicht kann ich das ja irgendwie. Das Petroleum ist immer noch brennbar. Aber wenn es erst gereinigt und erhitzt worden ist, könnte es vielleicht als Lampenöl dienen. Ja. Gar nicht dumm, oder? Ein Eimer voll schwarzer Schmiere. Kann ich das? Das geht nicht. Nein, okay. Ja. Ich glaube, das war's dann hier unten erstmal. Ihr merkt schon, ich kann mich da entsinnen. Ich habe schon so viele Point and Click gezockt und da weiß ich das einfach noch. Man merkt sich sowas halt. Okay. Dann wollen wir uns erstmal unterhalten. Ich habe eine Kamera gesehen. Sie haben sicher ein paar Bilder hier gemacht, oder? Ja, es würde einem schwerfallen, das nicht zu tun. Bis ich mich hier niederlasse, muss ich mit den Bildern auskommen. Haben Sie auch Fotos von Turner gemacht? Nein, das kam mir nicht in den Sinn. Sind Sie sicher? Natürlich, obwohl ich zugeben muss, dass er ein interessantes Gesicht hat. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er da zustimmen würde. Ich muss unsere Unterhaltung für einen Moment unterbrechen. Bleiben Sie bitte hier. Natürlich. Ja, sie hat eine Kamera gesehen. Ich die Notizen des Schriftstellers fliegen hier überall herum. Kamera. Tisch. Und was ist das? Kamera natürlich, die liegt hier. Hat vielleicht der Schriftsteller ein paar Fotos gemacht, die bei der Untersuchung hilfreich sein könnten? Naja, das habe ich vorher gemacht und eigentlich mit ihm noch nichts besprochen. Also, was haben wir hier? Der alte Kalender, der kann... Das wird nicht passieren. Wieso? Ach, ich brauche ja dann auch was zum Anzünden. Nichts zum Anzünden. Genau, und dann fragen wir ihn da mal und der Staube, der hat da was. Haben Sie ein Feuerzeug? Einen Moment. Hier, bitte. Ich muss unsere Unterhaltung für einen Moment unterbrechen. Bleiben Sie bitte hier. Natürlich. Naja, Unterhaltung wegen dem Feuerzeug fragen war ja nicht gerade eine Unterhaltung. Ah. Macht sie der Sache zu? Oh, die Kanne kann ich auch nehmen. Das ja, klar. Nein. Sollte ich irgendwie Tee machen? Das geht nicht. Oder, Ein Eimer voll schwarz. Voll schwarzer, aber ich wollte doch... Das geht nicht. Den Eimer da draufstellen? Ja, Quatsch. Nein. Moment. Da ist eine Menge Kalk in diesem Ding. Uno momento prego. Muss ich noch mal rüber. Das wird nicht passieren. Oh, irgendwas. Eine große leere Tomatendose. Große leere Tomatendose, ja. Das geht nicht. Oh shit. So gut vorangekommen, jetzt ist schon wieder Schicht. Moment. Wasser, Moment, wir hatten doch Wasser draußen. Draußen war doch Wasser hinterm Haus. Hinterm Haus war Wasser. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass hinterm Haus Wasser war. Okay.
Kanne. Ich hätte gern die Kanne. Och Mann, ey. Sag mal. Das geht nicht. Nein, das geht. Das ist das Schlimmste, was man hört, was man an sich anhören kann. Das geht nicht. Ich muss dieses Wasser gut abkochen. Ja, genau. Das musst du tun. So. Und jetzt? Ha, Wahnsinn. Das geht nicht. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Ich weiß ja nicht, wie lange das dauert. Ich mag es, ins Feuer zu sehen. Ich auch. Ich könnte das stundenlang tun. Man entfernt sich dann in eine andere Welt. Kindertage. Ich würde dann mit meinen Freunden unter einem sternenklaren Himmel um ein Feuer sitzen. Und tief in mir bin ich trunken von Glückseligkeit. Wo ist all dies verloren gegangen? Wir müssen einen Schlafplatz herrichten. Wir müssen vielleicht bis morgen hier bleiben. Es sei denn, Turner kommt uns holen. Ins Jenseits? Lieber nicht. Er hat sie verzaubert. Er hat gespürt, was sie sich wünschen und sie dann hereingelegt. Also ist er kein Killer, sondern ein Zauberer. Glauben Sie, er ist hier? Nein, das ist unwichtig. Ich stelle mir nur die Szene vor. Ich kenne die Motivation der Amazone und des Wanderers. Aber was ist mit dem Zauberer? Warten Sie eine Minute. Was ist die Motivation des Wanderers? Der Zauberer hat eine Medizin für ihn, um das Leiden seiner Seele zu heilen. Was für ein Leiden? Er ist ein echter Vagabund, ein Exilant. Er findet keinen Ort, an dem er etwas Dauerhaftes aufbauen kann. Aber was ist mit dem Zauberer? Er sammelt kranke Seelen. Um sie aufzuspießen und sterben zu sehen. Seelen sind unsterblich. Nicht, wenn der Zauberer Macht über sie hat. Der Zauberer ist eine Inkarnation des Bösen. Also muss der Wanderer sich ihm stellen. Das ist das Schicksal eines Helden. Es ist möglich, dass draußen im Dunkeln ein echter Serienmörder herumschleicht und Sie sind nur an einer Geschichte interessiert? Mir fehlen die Worte. Was ist so schlecht an dieser Unterhaltung? Ach, nichts. Aber ich würde lieber darüber reden, was in der Wirklichkeit passiert. Zum Beispiel über diesen Kauf. Der ist nichts Besonderes. Ihnen ist kalt. Ist es nicht Zeit für den Tee? Ja, das ist eine gute Idee. Ich muss unsere Unterhaltung für einen Moment unterbrechen. Bleiben Sie bitte hier. Natürlich. Das ist eigentlich Wahnsinn, was die hier im Dschungel, in dem Sumpf für einen Empfang hat. Diese ganzen Anrufe, die bis jetzt schon gekommen sind. Das Signal. Eine SMS. Aber das war nicht mein Handy. Das war nicht mein Handy. Ihr Tee ist fertig. Lassen wir uns den Tee schmecken. Was ist mit mir passiert? Bin ich eingeschlafen? Bin ich zusammengebrochen? Blake ist verschwunden. Die Frage ist, wo er hingegangen ist. Ha. Der hat uns was in den Tee gemischt. Das geht nicht. Das geht nicht. Okay. Moment, lag da ein Zettel? Da? Nein. Okay, gibt es noch was zu untersuchen? Da. Oh, was ist das? Eine Öllampe. Okay, die brauchen wir auch noch.
Sie ist nicht kaputt, aber das Kerosin ist ausgelaufen. Was uns jetzt dazu bringt? Das geht nicht. Ein Eimer voll schwarzer Schmiere. Kann ich das? Das passt nicht. Das geht nicht, das passt nicht. Meine Güte, ich kriege ja die Krise. Okay. Ich glaube, das lief irgendwie anders. Ich muss das ja irgendwie... Ja, klar. Ein zerkratzter Kessel. Da. Boah, alter Schmiede. Das geht nicht. Mensch, das geht nicht, das passt nicht. Ich kann es nicht mehr hören. Mr. Blake, wo stecken Sie? Die Zugbrücke ist jetzt niedriger. Blake muss hier vorbeigekommen sein. Aber zum Glück hat er sie nicht wieder ganz nach oben gezogen. Ist das das Handy des Schriftstellers? Auf dem Bildschirm ist eine Nachricht von vor 2 Stunden. Es ist noch nicht alles verloren. Ich habe eine Idee. Treffen Sie sich mit mir in 1 Stunde auf dem Dampfer. Turner. Hallo? Dick? Blake ist weg. Was ist passiert? Ich habe sein Handy gefunden. Turner hat ihn zum Dampfer gelockt, aber ich kann dort nicht hin. Okay, ich rufe die Spezialeinheit. Riskieren Sie nichts. Blake ist in der Hand des Mörders. Ich muss mich beeilen. Oh Mann. So, Bootshaken. Aber ich glaube, da ist noch was. Was mir hier fehlt. Ein kurzer Blechtrichter mit großer Öffnung. Also schnell. Das brennbare Leinen hängt aus dem Trichter. Ah, ja, genau das. Das habe ich gemeint. Noch eine Sache, bevor ich hier weitergehe, muss ich noch diese Lampe, diese Öllampe mit Öl befüllen. Und das muss ich hier, glaube ich. Das Leinentuch ist zu niedrig. Es könnte Feuer fangen. Uno momento. Das brennbare Leinen hängt aus dem Trichter. Ja, uno momento, Prego. Ich habe ja irgendwo noch die Schere. Jetzt ist das Leinentuch kurz genug. Also, logischerweise, ja. Das geht nicht. Ah, wieso? Wenn ich das Petroleum erhitze, wird es verdampfen. Okay. Ja, und jetzt? Das wird nicht passieren. Habe ich den Eimer jetzt noch? Das geht nicht. Das wird nicht passieren. Wieso? Okay. Jetzt nützt uns das doch noch was. Das geht nicht. Ah, ja. Ja, und wieso ist jetzt das alles so dran? Das geht nicht. Ich hasse dieses Wort. Und jetzt? Das geht nicht. Das geht nicht. Oh, ich zieh dich aus dem Videospiel raus. Wird es verdampfen? Muss ich noch irgendetwas beachten oder machen? Nochmal irgendwie vielleicht verdingt. Jawohl. Okay. Ach Mann. Nochmal. Ja, klar. Oh, das ist echt. Leute, das sind so kleine Dinge, die. Laienhaft gereinigtes Petroleum. Eigentlich wissen müsste. So. Kann ich jetzt die Lampe gleich. Ja, klar. Nein, kann ich nicht. Das geht nicht. So, um es nochmal ein letztes Mal zu hören.
Das geht nicht. Sie ist nicht kaputt, aber das Kerosin ist ausgelaufen. Ich mach ein Lied draus. Das geht nicht. Die Lampe mit selbst raffiniertem Petroleum gefüllt. Ich glaube, ich zünde sie gleich mal an. Ja. So, jetzt raus hier aus der Wohnung, die sich Das geht nicht nennt. So. Oh, sie hat es extra noch ausgepackt. Der Strand ist sauber. Ich glaube kaum, dass so ein Krokodil sich davon beeindrucken lässt, von einem Hühnchen aus dem Supermarkt. Vielleicht könnte ich auf die Pfähle springen und ein paar Meter weiterkommen. Aber was dann? Ich brauche etwas Licht. Ich brauche etwas Licht. Ich glaube, ich weiß auch schon wie. Der Teller, ja? Und jetzt ganz genau aufgepasst. Ich weiß nicht, ob das... Na, okay. Das war's noch. Und dann die Lampe. Jawohl! Das sieht nicht so gut aus. Überall Alligatoren. Aber ich glaube immer noch, ich habe eine bessere Chance, dem Mörder gegenüberzutreten als Blake. Okay, ich würde sagen, wir legen mal los. Wir springen einfach mal. Wow, 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 Mädel, Mädel, mach mir hier keine Sorgen. Also immer schön weiterklicken. Ja, kleiner Tipp am Rande. Oh Mann, komm, noch hin. Der Pfahl vor mir ist im Sumpf versunken. Ich habe Angst, darauf zu treten. Wenn ich ihn nur nach oben bewegen könnte. Also das Prinzip verstehe ich zwar nicht, warum jetzt hier sich ein Pfahl nach oben bewegt, weil ich auf einen getreten bin. Ja. Gut so. Gut so, der Sumpfmechanismus funktioniert. Hoffentlich klappt alles, so wie ich mir das vorstelle. Und zack, komm, mach ihn. Und jetzt, zack. Ja. Gut gemacht, Niki. Es kann nicht mehr schlimmer werden, oder? Was habe ich hier das gesehen? Ein Stock. Was ist mit dem Stock? Soll ich das damit holen? Ja. Okay. War hier noch was? Nein. Es kann nicht noch schlimmer werden. Okay, ich glaube, wir brauchen wieder Licht. Was mal?
So, da bin ich wieder nach meinem unfreiwilligen Tod. Ich bin natürlich zwischendurch... Ich habe mir eine Brücke gebaut. Ja, eine Brücke gebaut. Ich bin natürlich zwischendurch auch einige Male wieder gestorben. Leg das weg. Ja, dann geh doch. Wenn du willst, dann geh doch. So, rüber. Ja, genau, hier habe ich den Fehler gemacht und bin gleich geradeaus. Hier kommt allerdings nochmal was. Vorsicht, die Pfosten sind verrottet. Seht ihr? Da ist nämlich das ganze Ding zusammengebrochen und ich bin wieder reingefallen. So. Gute Arbeit, Mickey. Ich glaube, hier bin ich erstmal... Entschuldigung, ich hab was im Hals. Ich glaube, hier war ich richtig. Ich muss selbst überlegen. Da... Und wenn ich hier drauf gehe, kam, glaube ich, auch wieder was raus. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Nein, ich auch nicht. Hier geht's lang. Schnell. Ich hoffe es jetzt. Ich hoffe es wirklich, wenn ich jetzt wieder runterfall. Ich habe keinen Bock, das nochmal zu machen. Rüber mit dir. Hier richtig? Oh, das ist doch ein Witz. Das ist zu weit. Das ist jetzt ein Witz, oder? Nein, ich glaube, das habe ich jetzt vergeigt. Das passt nicht. Das passt nicht. Ich muss zurück, wenn ich jetzt reinfall, also. Komm, mach nicht solche Verrenkungen hier. Ach du Scheiße. Vorwärts bestimmt. Na spring! Spring! Das gibt's doch nicht. Nur noch ein kleines Stück. Ein kleines Stück. Ein kleines Stück Nerven, die ich hier verliere. Bitte, bitte. Komm. Ich will nicht als Alligatorfutter enden. Ja, das bin ich schon einige Male. Was ist jetzt? Ach du Scheiße. Das geht nicht. Hör auf mit deinem, das geht nicht. Das wird nicht passieren. Oh, ich krieg die Krise. Das passt nicht. Wieso denn? Oh, oh nein, das kann nicht wahr sein. Ja, klar. Das geht nicht. Der Stock könnte auf solchen Plattformen nützlich sein. Oh, die zappelt hier rum vor den letzten Metern und ich brauche das da. Das geht nicht. Das da und immer wieder das geht nicht. Moment. Okay, ich gebe zu, ich war etwas ungeduldig. Stellen hier die Lampe drauf, damit sie das sieht. Das geht nicht.
doch, das geht. Und sie das sieht, Kruzifix. Das geht nicht, ich kann es nicht mehr hören. Weil hier vorne das Teil geht ja nicht hoch. Also es kommt nicht hoch. Komm schon, Bewegung. Ja, Bewegung weiter. Und endlich sind wir drüber. Ja, komm schnell. Oh, das Gezappel. Das ist nicht normal. Das ist die letzte Plattform. Ich bin fast da. Das Schaufelrad dreht sich. Tja, und ich muss sagen, ich mache trotzdem Schluss, weil es schon wieder an der Zeit. Und ja, was hier noch passiert, was es mit dem Dampfer auf sich hat, erfahrt ihr im nächsten Part. Und ja, wie immer vielen Dank und fürs Zusehen und Zuhören. Ich würde sagen, ich bin dann wieder mal weg. Bis zum nächsten Part. Bin gespannt. Bis dann. Ciao.